Servus und herzlich willkommen hier bei Mars 90. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute beginnen wir mal eine neue Videoreihe und zwar Command & Conquer Renegade. Passend dazu, nächsten Monat wird das Spiel 19 Jahre alt und ich feiere es nach wie vor, spiele sehr viel Renegade X und ich habe mir gedacht, es wird doch mal wieder Zeit, das normale Renegade auszupacken und es mal wieder durchzuspielen, schon lange her. Also werden wir es als Let's Play einfach mal starten. Wenn ihr selber zocken wollt, ich werde hier unten unter dem Video in der Beschreibung mein Video Guide zum Installieren von Renegade reinpacken, wie ihr es dann auch zu Hause dann selber zocken könnt. Aber wir starten jetzt erstmal und wir überlegen, auf welchem Schwierigkeitsgrad ich hier tatsächlich durchgehe. Normal oder das schon, ne? Ja, ich glaube, wir gehen hierfür erstmal auf normal durch. Schon ewig her, dass ich gezockt habe, ne? Aber jetzt ziehen wir uns erstmal die Mega-Cutscenes rein. Was suchen wir überhaupt? Einen imaginären Stützpunkt. Genau. Es ist viel zu ruhig. Spielverrückt. Er muss hier in der Nähe sein. Aufklärer 1 hier, Eagle-Basis. Was hat die Verzögerung zu bedeuten? Verstanden, Eagle. Noch kein Anzeichen für eine Notanlage. Nicht bewegen. Haltet die Augen offen. So, da kommen wir also. Der Held der Stunde. Wir spielen Havoc. Wir sind eine Kommandoeinheit, bekannt aus dem ersten Teil Command & Conquer, wo man den Kommando bei der GDI hat, ne? I've got a present for you. Oh Mann, ja. Ich muss mal wieder ins Zielen reinkommen, ne? Ich bin halt überhaupt nicht, was das angeht. Und hier spielt man ja einfach, ja, sozusagen als Shooter Command & Conquer. Für die, die es nicht kennen, es ist wirklich sehr gut. Ja. Der will irgendwie nicht so ganz sterben. So, den hier. Es ist ein ziemlich simples Spiel und im Multiplayer, beziehungsweise bei Renegade X, hat es halt gewisse RTS-Elemente mit drin. Dass man sozusagen eine Base hat, die man verteidigt, wo man Fahrzeuge bauen kann, etc. Das ist schon wirklich eine ganz, ganz coole Angelegenheit. Und wie gesagt, wie das hier gemacht ist, ist auch schon sehr gut, ne? Wir sind jetzt hier gerade in einen Hinterhalt geraten, während wir auf der Suche sind nach einem Nordstützpunkt. Und müssen jetzt mal kurz hier den Hinterhalt überleben. Ah, da kommt der Nächste, du. Ja, aus dem Hubschrauber abspringen, wenn hier unten komplett nur Soldaten sind, ist halt vielleicht auch nicht die optimale Angelegenheit, in den Fight zu kommen, ne? Und du brennst, Junge, du brennst. Noch ein Hubschrauber, ja, dann hol mal runter. Na, und man hat ja auch eigentlich alles dabei, was man so aus den Command & Conquer Spielen kennt, ne? Flammenwerfer-Troops, Offiziere mit Rocket Launcher und. Also wirklich geil, wie gesagt, auch die Panzer, ne? Man wird auch halt Mammutpanzer fahren können, Wüstenjäger, einen ganz normalen Kampfpanzer. Ja, das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Für jeden CNC-Fan ein Muss, selber halt mal das spielen zu können. Ne? Man kann zum Beispiel auch hier so einen Techniker spielen, der repariert da mal ganz cool die Einheiten. Sehr, sehr, sehr geile Angelegenheit. So, der macht mir meinen Kampfpanzer hier fertig, können wir einsteigen. Die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig, gebe ich zu. Man gewöhnt sich aber ziemlich zügig dran. Ja, man hat hier auch Sammler, genau, oder die Türme. Man kann wunderbar die Einheiten plattfahren. Ja, schießen wir mal hier den Panzer, ne? Den Hubschrauber. Auch Tiberium hat man hier. Man sollte auch als normale Fußtruppen nicht unbedingt hier durchs Tiberium laufen. Man könnte schön Schaden davon erleiden. So, und jetzt kommen wir halt auf die Nordbasis zu, um die es hier hauptsächlich geht.
wo wir dann jetzt hier ein bisschen kaputt machen. Da sieht man Obelisk, den sollte man jetzt auch nicht zu nahe kommen. Der macht uns definitiv nämlich direkt platt, wie man an dem Buggy da erkennen kann. Der Buggy ist halt direkt weg. Wir müssen jetzt hier die alles ausschalten, was wir so sehen. Ich gehe mal vorzüglich hier auf die Flarak-Stellung. Ja, der Panzer bewegt sich halt beim Fahren, das ist beim Schießen. Bewegt sich beim Fahren, ich bin gut, ne? Weswegen das Zielen manchmal mit dem wirklich mies ist. Da haben wir noch eine mobile Artillerie. Da ist noch die andere Flarak-Stellung, die müssen wir jetzt irgendwie platt machen. Ja, da ist der Obelisk jetzt platt, das heißt, wir können hier auch noch mal ein bisschen ranfahren. Okay, hat schon die Kumpels hier erledigt. Gehen wir mal gucken, ob wir noch den Panzer hier platt machen können. Ah, da kommt unser Kampfflugzeug. Wunderbar. Guck mal, da oben ist er nach MG-Stellung. Zack, auch. Ah, man hört's. Die ballern jetzt erstmal einen Ionenschlag hier drauf. Bam. Ah, schön, Mammutpanzer. So, dann haben wir hier schön unsere. Wir waren. Gut. Gut ist die Einführungsmission. Das ist immer ziemlich cool. Man kann halt sehen, wo man eher hinzielt. Das ist schon ziemlich geil. Jetzt ziehen wir uns noch das erste Video rein, danach speichern wir und dann war's das für die erste Folge. Ich werde aber gucken, jede Woche 2 Folgen hochzuladen. General Havoc, ich denke, ein Sir wäre angemessen. Na klar, Sir. Wir haben die verschlüsselten Daten geknackt, die Sie beschafft haben. Truppenbewegungen und Zusammensetzung der Verbände, alles ziemlich unspektakulär. Aber das hier ist wirklich bemerkenswert. Wie Sie wissen, verfügt Nott über eine Einheit von Elite-Meuchelmördern. Die Schwarze Hand. In diesem Bericht werden 2 Top-Secret-Einsätze der Schwarzen Hand erwähnt. Der eine findet in Guatemala statt, der andere im abgelegenen landwirtschaftlichen Gebiet, dem wir uns gerade nähern. Wir verfügen über praktisch keine Details. Die Notstreitkräfte treiben hier Zivilisten in religiösen Konzentrationslagern zusammen. Folter und Gehirnwäsche. Zweifelsohne. Nachdem man mit ihnen fertig ist, bringt die Schwarze Hand sie in ein Gebiet, das wir nicht kennen. Wir haben vor 2 Stunden einen Angriff auf dieses Gebiet gestartet. Er ist gescheitert. In 6 Stunden ist die Verstärkung hier. Sie foltern Zivilisten. Wir können nicht 6 Stunden warten. Schlagen wir zu. 6 Stunden, Captain. Und so lange werden Sie abwarten. Sie werden nicht schon wieder millionenteure Ausrüstung mit einem Ihrer Draufgänger-Einsätze riskieren. Sie sind Teil eines Teams, Havoc. Und es wird Zeit, dass Sie sich danach richten. Sind wir uns klar? Sind wir uns klar? Sehr klar, Sir. Eine Verbindung mit General Shepard. Wir hätten diese verdammte Verstärkung schon gestern benötigt. Statusbericht. General, es gibt Schwierigkeiten. Es ist Captain Parker, Sir. Havoc? Er hat ein Luftkissenfahrzeug requiriert, Sir. Alle verfügbaren Unterstützungseinheiten sollen starten. Sir? Sie haben Ihre Befehle, Lieutenant. Wenn er überlebt, bekommt er seinen Orden. Dann lasse ich ihn erschießen. Sehr geil. Man muss einfach sagen, die das ist so Cinematics-mäßig, wie die Cutscenes, haben die schon immer sehr gut hingekriegt. Ja, das war's an der Stelle. Hier geht's dann weiter bei der nächsten Folge. Ich danke vielmals fürs Zusehen. Gefällt mir nach oben den Daumen, ne? Und ein Abo dalassen. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Servus und Ade.